Frau Florin und heute Morgen Herr Hunter in die Mitte gesetzt. Und Herr Dr. Kreuzer ist dabei sozusagen als, wie würde ich das formulieren, als theologische Stimme im Podium hier vorne oder in dem Gespräch, das wir hier vorne führen. Sie sind wieder herzlich eingeladen, mitzusprechen, einmal dort, wenn Sie eher nicht gesehen werden wollen, aber, was sage ich, auch als Anwalt der Menschen, die draußen zuschauen, gerne auch sichtbar, dann neben Herrn Kreuzer. Sie könnten sich auch ganz entspannt so auf den Tisch lehnen, wenn Sie das wollten. Das ist irgendwie auch für uns netter, dann sind wir ein bisschen näher beisammen und sind auch besser sichtbar. Entscheiden Sie, wie Sie mögen. Sie sind herzlich eingeladen, hier vorne auch sichtbar zu sein. Und jetzt hatte Detlef ja schon eigentlich die entscheidende Frage gestellt, ja, was wäre denn unser Rat an die Deutsche Bischofskonferenz, den wir natürlich schriftlich verfassen werden und einreichen, damit die den in den Rundordner räumen oder was immer sie damit tun. Ich würde aber gerne woanders starten, auch bei einer Frage, die so ein bisschen im Raum stand, die geht an alle drei. Ist es nicht aus christlicher Sicht, wenn man diese ganze Frage nach Statusverzicht im Christentum nochmal für wichtig hält, ist es nicht besser, regiert zu werden, als selbst zu regieren? Ja, da fangen Sie doch an. Wir gehen die Reihe mal zu euch und Carsten darf am Schluss dann dazu was sagen. Also, nee, Sie sind, glaube ich, schon, Sie haben es. Ah, ich hab das. Also, wenn ich Franzose wäre, würde ich sagen, ça dépend. Also, es kommt immer drauf an. Also, es kommt auf die Qualität des Regierens an. Und es gibt sicherlich Fälle, in denen es ganz komfortabel ist, regiert zu werden. Und die Geschichte der Bundesrepublik hat da verschiedene Regierungstypen gehabt, die das sehr anschaulich zum Ausdruck bringen, dass es also Zeiten gab, in denen das eigentlich ganz gut funktioniert hat, wo man sagen könnte, ja, da war es eigentlich ganz in Ordnung, regiert zu werden. In anderen Epochen würde man ein anderes Urteil fällen. Und generell hängt natürlich diese Frage, also ist es besser zu regieren oder regiert zu werden, von der eigenen persönlichen Konstitution ab. Also es gibt Menschen, die werden nicht gerne regiert. Und wenn man an die Geschichte des Anarchismus zurückdenkt, an Proudhon zurückdenkt, und an die frühe sozialistische Bewegung zurückdenkt, dann ist eigentlich der Hauptfeind immer die Regierung oder das Regiertwerden. Dagegen opponiert man, weil man nicht möchte, dass andere einen bestimmen. Das bedeutet, es ist nicht jeder Mensch gleich und manche haben Aversionen gegen das Regieren. Auf der anderen Seite gibt es aber auch diejenigen, die einfach gerne regiert werden. Und zwar aus einem ganz pragmatischen Grund, weil es sehr anstrengend ist, selber zu regieren. Und man hat keine freie Minute, man muss ständig auf dem Quivif sein, man muss ständig darauf aufpassen, dass die Sachen so laufen, wie man das möchte. Das bedeutet, man kann, glaube ich, da keine generelle Auskunft geben, außer einem Punkt, dass die Qualität des Regierens ganz entscheidend ist. Vielen Dank. Ich reiche rüber an Frau Florin. Ja, ich bleibe an einer ganz anderen Stelle Ihrer Frage schon hängen. Herr Hunter hat gesagt, Macht gibt es eigentlich nicht im Singular, sondern nur im Plural. Und ich weiß gar nicht, was die christliche Sicht ist. Ja, für mich gibt es Christentum auch nicht im Singular, sondern im Plural. Ich meine, banal, aber es gibt verschiedene christliche Konfessionen. Es gibt nicht nur evangelisch-katholisch und die Freikirchen, es gibt auch noch die Orthodoxie, die auch nochmal sehr stark national gefärbt ist. Also das Christentum, die christliche Sicht gibt es nicht. Und dann gibt es nochmal innerhalb der Konfession verschiedene Strömungen, meistens eben liberale, konservative, autoritäre. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich, was die christliche Sicht sein soll. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, was die christliche Botschaft sein soll, die immer so vor sich hergetragen wird. Sondern auch das ist ja sehr schwierig zu definieren, wenn man es definieren soll. Und davon hängt ja auch ab, wenn ich mal so eine einfache Definition von Institution nehme und sage, die Institution dient tatsächlich einer Funktion, sozusagen Form follows Function. Also ich baue die Institution so auf, dass sie die Funktion, die ich definiert habe, am besten erfüllen kann. Das würde im Christentum bedeuten, ich baue die Kirche so auf, dass sie die Botschaft oder das, was ich für die Botschaft halte, am besten verbreiten kann. Das wäre ja eine ganz einfache Definition von Kirche. Dann sehen Sie ja schon, wie viele unterschiedliche Antworten man darauf geben kann. Also es kommt schon darauf an, was ich unter Christentum verstehe. Und dann kommt natürlich die individuelle, die persönliche Disposition dazu. Ja, es gibt Menschen, die
die gestalten gerne etwas, die stehen auch gerne vorne, denn zur Macht gehört ja auch, dass man vorne steht, damit einem ja auch die Tomaten und die Eier ins Gesicht fliegen können in einer Demokratie. Das muss man wollen, das muss man aushalten, damit muss man umgehen können. Und es gibt Menschen, die sagen, nee, ich bin mehr was, ich könnte jemandem Mächtigen zuarbeiten, da bin ich eher dafür, so Redenschreiber, Referenten. Und es gibt welche, die sagen, nein, mir genügt es, regiert zu werden. Also es sind zwei Faktoren. Das Christliche, was verstehe ich drunter? Und zum anderen, wie ist meine persönliche Disposition? Ja, ich habe ein Mikro. Und jetzt kommt die Antwort, was denn das, die christliche Sicht nee, wäre? Die christliche Sicht, die Antwort kann ich nicht geben. Aber aus meiner Sicht halt, jetzt im Hinblick auf eine theologische Antwort, würde ich sagen, nein, es ist nicht zwingend so, dass ich besser regiert werde, als zu regieren. Sozialethisch betrachtet kann ich Dinge nur dann verändern, zum Besseren wenden, halt, wenn ich dazu die nötigen Machtmittel oder den Einfluss habe. Ich kann, es kommt immer auf die Intentionen an, die ich dann dazu nutze. Halt. Also wenn mir danach ist, halt, oder wenn ich die Intention verfolge, halt, das Gemeinwohl zu vergrößern oder im Blick zu haben halt, und keine eigenen Interessen, halt, dann ist es auf jeden Fall besser, von jemandem regiert zu werden, der dies tut, halt, als jemand, der halt, insbesondere eigene Interessen verfolgt, persönliche, verdeckte oder offengelegte. Von daher, das gilt sowohl für die Gesellschaft wie auch in der Kirche. Also da sehe ich eigentlich keinen Unterschied, halt, der jetzt irgendwie qualifizieren würde. Halt. Es ist besser, sich in Bescheidenheit zu üben und zurückzuhalten und regiert zu werden, scharf zu sein und nicht Hirte. So, ja. Wobei man solche Rhetoriken ja manchmal findet, ne? Seid mal brav und so, die wird dann einem gerne so rübergereicht, das sei doch irgendwie christlich irgendwie besonders wichtig. Naja, es gibt ja Strategien, derer, die sagen wir, auf der Bühne stehen, die Privilegien haben, wie die Menschen abwehren, die für Gerechtigkeit, für Emanzipation, für Gleichberechtigung kämpfen. Und da ist natürlich eine der klassischen Abwehrstrategien ist, habt Geduld, stellt nicht immer solche Extremforderungen. Und wenn ich jetzt mal Christentum so verstehe, dass es schon auch um Gerechtigkeit geht und auch Ungerechtigkeit zu benennen, also das nennt man Konzept, ne, Voice, also eine Stimme zu haben, anderen, die stimmlos sind, auch eine Stimme zu geben, dann wäre es ja völlig falsch zu sagen, nein, also ich benenne das jetzt nicht, weil die da oben, die das sowieso nicht benennen wollen, die auch vielleicht Privilegien abgeben müssten, denen füge ich mich jetzt. Das wäre aus meiner Sicht, aus meinem Verständnis von Christentum heraus, völlig falsch, weil Voice ist eine ganz wichtige Strategie und der Kampf darum, gucken Sie sich mal die Geschichte der Frauenemanzipation an, warum durften Frauen nicht auf eine Bühne gehen, warum durften sie nicht öffentlich sprechen? Wir haben gestern den Satz eben gehört, die Frau schweige in der Gemeinde. Überhaupt dieses Sprechen zu können, Stimme, Macht, Mikrofon haben, ist Macht. Und deshalb muss man für diese Macht, wenn man etwas verändern will, für diese Macht des Mikrofons, für die Bühne auftreten zu können und sich einsetzen können, dafür muss man schon streiten. Und das finde ich nicht unchristlich, ganz im Gegenteil. Ja, also Macht, was ist wie ein notwendiger Faktor, so habe ich das heute Morgen auch nochmal gehört, ohne den Institutionen wie Kirchen und Staat dann letztlich nicht auf Dauer existieren können, dann müssten wir das ja so machen, dass wir das Machtgefälle oder die Unterschiede mitbedenken. Und das klingt für mich sofort nach der Frage, naja, wie wird denn hier Mitbestimmung, Partizipation oder so eingebaut in das, was katholische Kirche ist, oder in das, wie Christentümer sich organisieren können. Das wäre mein, also ging ein bisschen in die Richtung auch der Frage von der, naja, wie machen wir das denn? Welchen Rat geben wir denn dieser Institution? Wenn Sie Mitbestimmung sagen, dann ist das voraussetzungsreich. Dann bedeutet das immer, dass Sie von einem demokratischen Verständnis ausgehen. Also in einem autoritären Regime oder in einer absolutistischen Monarchie ist Mitbestimmung gar nicht vorgesehen. Das heißt, wenn Sie Mitbestimmung sagen, dann setzen Sie schon voraus, dass wir uns in einem demokratischen Rahmen bewegen und dass deshalb Mitbestimmung etwas Notwendiges ist.
etwas, was wir uns, was wir für wichtig halten, aber auch was eine bestimmte gesetzliche Grundlage hat. Also wenn man an die Mitbestimmungsgesetzgebung in den 70er Jahren zum Beispiel denkt, in Betrieben, dann kann man das sehr gut daran ablesen, dass das Bundesverfassungsgericht Punkt für Punkt bestimmte Regelungen einfach entweder verwirft oder akzeptiert, weil sie damit übereinstimmen oder nicht. Und wenn man diesen Maßstab nun an die Kirche anlegt, dann steht man vor der ganz anderen Frage, nämlich vor der Frage, inwieweit Kirche sich überhaupt demokratisieren lässt. Also demokratisieren immer in Anführungszeichen, weil die Kirche hat die Demokratie nicht unbedingt auf dem Zettel. Also die katholische Kirche zum Beispiel bekennt sich erst zur Demokratie sehr, sehr, sehr spät. Also ich fürchte erst im 20. Jahrhundert. Und vorher hat die katholische Kirche mit der Demokratie gar keine innere Verbindung. Es ist, sie ist nicht demokratisch strukturiert, also bis heute ja nicht, aber sie hat dafür auch gar keine... Sie hat dafür nichts übrig. Sie hält es eigentlich im Grunde für etwas Falsches. Und das ist im Protestantismus etwas anderes. Also die protestantische Kirche ist ja etwas anders strukturiert, also in Form, also in die synodale Struktur, also dass Kirchenvorstände gewählt werden und so, dass die auch ein Recht haben zu opponieren, also dass sie einen Pfarrer abwählen können und all das. Das sind ja sind demokratische Praktiken. Jetzt könnte man sagen, na gut, da hat man in der evangelischen Kirche man übt demokratische Praxis, aber wenn man sich jetzt fragt, wie ist es eigentlich ganz genau, da muss man sagen, ist es eigentlich doch keine Demokratie. Also es gibt keine parlamentarische Struktur, also die Synode, evangelische Synode ist kein Parlament, wo es eine Fraktionierung gäbe und wo man wie in einem Parlament gegeneinander antritt und sich gegenseitig ablösen könnte, sondern es ist anders strukturiert. Und ein früherer Bundespräsident, Gustav Heinemann, der selber auch Mitglied in der Synode war und darüber viel gesprochen hat, der hat irgendwann mal gesagt, so läuft unser Spiel eigentlich nicht, also in der evangelischen Kirche. Ne? Aber der synodale Weg, den die katholische Kirche, also Teile der katholischen Kirche einschlagen, der nimmt diesen Gedanken eigentlich auf, auch schon im Begriff des synodalen Wegs. Das ist für meine Begriffe eine protestantische Formulierung. Der nimmt das auf und fordert das ein. Also allein schon so etwas einzuberufen und darüber zu sprechen und über Mehrheitsverhältnis zu sprechen, wie viel Prozent eine Sperrminorität sein kann oder ob es überhaupt eine Sperrminorität der Bischöfe geben sollte, das sind ja alles Fragen, die mit Demokratie zu tun haben. Also insofern würde ich sagen, wenn man von Mitbestimmung spricht, sagt man Demokratie, und wenn man von Mitbestimmung spricht, hat man automatisch Quantitäten vor Augen. In welchem Maß bestimmt man mit und über welche Fragen bestimmt man mit? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Und das sind wiederum rechtliche Fragen, juristische Fragen, in denen die vorher genau ausgeklügelt sein müssen, damit man sich auf die gemeinsame Grundlage bestellt. In welchen Fragen kann über was, in welchem Grad mitbestimmt werden? Frau Florin hatte schon das Mikrofon genommen. Die Demokratiedenkschrift der evangelischen Kirche, die war ja erst in den 80er Jahren. Ja, also die war spät. Die Anerkennung, die Wertschätzung für die Demokratie war in der evangelischen Kirche später als in der katholischen Kirche, wo ja im Zweiten Vatikanischen Konzil es eine gewisse Wertschätzung für die Demokratie gibt. Die Schlüsselfrage ist halt immer, das gilt ja für beide Kirchen, kann ich als Kirche akzeptieren, dass in einem demokratischen Prozess Entscheidungen herauskommen, mit denen wir aufgrund unserer Botschaft oder dem, was wir für die Botschaft halten, nicht einverstanden sind? Also auch da wieder, Josef Ratzinger hat ja eine Instruktion gemacht, noch in den 2000ern, für katholische Politiker. Er hat gesagt, wenn ihr Katholiken seid und in der Politik seid, dann dürft ihr bestimmten Dingen nicht zustimmen. Ja? Bis hin zu Meißner, der dann gesagt hat, ich entziehe der CDU das C. Also man sieht ein bisschen, wie sich auch die Debatte jetzt verändert hat in den letzten Jahren, dass der CDU jetzt, glaube ich, völlig egal ist, ob irgendein Bischof sagen würde, ich entziehe euch das C. Ja? Aber damals waren die Machtverhältnisse halt noch so. Also wer sich auf so eine nicht irdische Instanz beruft, hat schlicht Probleme mit irdischen Abstimmungsprozessen, ja, dass da irgendwas rauskommt, was man eigentlich nicht will. Aber wir führen ja die Debatten, und wir führen sie ja vor allem auch seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, einfach weil es
wie soll ich sagen, Emanzipationsbewegungen gab, Partizipationsbewegungen gab, und weil man sich als Mensch ja nicht teilen kann. Die Leute empfinden es ja genau als Konflikt, dass sie als Staatsbürger, als Staatsbürgerin demokratische Rechte haben, dass sie wählen können, dass ihre Stimme auch etwas gilt oder dass ich eine Bürgerinitiative gründen kann und daraus eine Partei und so weiter und so fort. Und dass man das eben in der katholischen Kirche nicht kann, das ist ja die Spannung. Aber klar ist doch, dass die Institution, ich würde es mal ganz praktisch sehen, die ist nicht genug in der Krise, die ist nicht genug in der Krise, trotz des ganzen Krisengeredes, das ich eigentlich für überflüssig halte, die ist nicht genug in der Krise, um von sich aus zu beschließen, also die, die im Moment die Entscheidungsmacht haben, um von sich aus zu beschließen, wir ändern das. Das ist meiner Ansicht nach der Stand der Dinge. Ich habe jetzt ein bisschen Kontakt zu Leuten, die im synodalen Ausschuss sind. Das ist ja ganz interessant. Was ist jetzt schon wieder der große Streitpunkt? Natürlich schon wieder die Frage der Zweidrittelmehrheit. Ne? Und die sogenannten bösen Bischöfe aus Köln und so, die kommen schon gar nicht. Aber auch die sogenannten guten Bischöfe möchten die Zweidrittelmehrheit für die Bischöfe. Also die wollen auch nicht auf Macht verzichten. Und das können die sich leisten, weil die Krise nicht tief genug ist, weil sie es nicht genug spüren, weil die Austrittszahlen egal sind, der Mangel an Gefolgschaft ist im Grunde auch egal, ein paar sind ja immer noch da und an Geld fehlt es nach wie vor nicht. So. Also ich glaube eben, ändern kann man es einmal nur, indem man es so klar benennt und sich nicht täuschen lässt, und zum anderen halt, indem es wirklich zu einer Krise kommt, die an der Macht sind, auch spüren, dass die sagen, jo, jetzt geht es so wirklich nicht mehr weiter, und der Punkt ist weltweit schon mal gleich gar nicht erreicht. Ich habe das noch im Ohr aus einem Beitrag von Ihnen, wo Sie am Anfang eröffnet haben, mit der katholischen Kirche geht es gut. Ja, genau, also weltweit sind die Prozesse natürlich völlig andere halt, im Hinblick halt auf die Mitgliedschaft und das Anwachsen halt, beziehungsweise das Absinken halt der Mitgliederzahlen. Aber vielleicht auch eine Antwort hat auf verschiedenen Ebenen. Also deutschlandweit ist völlig klar, also der synodale Weg ist ja nur in dieser Form entstanden halt, weil man sich klar war, für eine nationale Synode, für ein Nationalkonzil bekommt man gar nicht die römische Zustimmung. Dafür braucht es ein Statut und es braucht eine entsprechende Genehmigung halt. Ein Statut, das dann ermöglichen würde, dass alle Teilnehmer in der gleichen Weise stimmberechtigt sind. Da war von vornherein abzusehen, halt, dass man dafür keine Zustimmung bekommen würde. Deshalb hat man einen anderen Weg gesucht, um den ganzen Beratungsprozess in Gang zu setzen. Das zeigt auch schon gleich, wer hat eigentlich die Macht oder wer entscheidet. Denn natürlich, wenn es um gesamtkirchliche Einrichtungen oder Instanzen geht, dann entscheidet der Papst, also die Kurie. Wenn es um rein deutsche Prozesse geht, entscheidet die Bischofskonferenz, also beziehungsweise die einzelnen Ortsbischöfe. Das ist das Spielprinzip, in dem gespielt wird. Andererseits gibt es die Formen von Demokratie in der Kirche natürlich schon immer, nennt sich halt Konzil. Und ist das, was auf der Ebene der Bischöfe immer auch zu Abstimmung geführt hat, von Anfang an. Also es ist nicht so, dass in der Kirche nicht bekannt wäre, dass auch in Wahrheitsfragen, denn da ging es um die Fragen von theologischen Themen, also die entscheidenden Fragen wurden auf Konzilien abgestimmt. Das bedeutet, also dieses Moment von Demokratie ist der Kirche nicht unbekannt. Wogegen, wenn man so jetzt hineinhört, ja, was führt denn dazu, dass jetzt so besonderen Wert darauf gelegt wird, halt, dass das, was in der Kirche passiert, dass das synodal ist, dass das ein synodaler Weg, ein synodaler Prozess ist und dass es was ganz anderes ist als die parlamentarische Demokratie, dann ist es nicht die Frage der Abstimmung, sondern es ist meines Erachtens die Frage von Fraktionierung. Also man will nicht, dass in dem Prozess deutlich wird, es gibt unterschiedliche Fraktionen, die unterschiedliche Positionen vertreten, weil man nicht so richtig weiß, wie man die dann am Ende wieder zusammenkriegt. Denn es wird immer Mehrheiten und Minderheiten geben. Das ist auch bei jedem Konzil so gewesen. Es gibt immer die Minderheit, die nicht zustimmt. Wenn das aber eine erkennbare Fraktion ist,
die für eine bestimmte Position steht, dann hat man danach das Problem, wie kriegt man die gehalten in dem Ganzen. Und dann entsteht natürlich die Gefahr der Spaltung, dass die sich entsprechend halt in ihrer Position verbleiben, beharren und dann entsprechend abspalten. Und die spannende Frage ist, warum ist das so schlimm? Ich finde, da steckt ja auch so ein, hinter diesem Ding mit der Spaltung, ne? Das ist ja die Drohkulisse. Da steckt ja auch eine merkwürdige Vorstellung dahinter, so als sei zum Beispiel, ich habe ja gestern kurz diese Stelle jetzt auch vorgelesen aus diesem Schlussdokument, wir wollen nicht diese Mehrheitsentscheidung, man möchte im Grunde einmütig, ja? Das große Bild ist die Einheit und die Einmütigkeit. Aber was ist, ich weiß gar nicht, was so schlimm ist an einer demokratischen Mehrheitsentscheidung, weil Demokratie heißt nicht Tyrannei der Mehrheit über eine Minderheit, sondern eine Demokratie achtet ja auch immer darauf, dass diejenigen, die überstimmt worden sind, ich sage mal jetzt ganz einfach, gut weiterleben können. Ja? Ich habe ja viele Debatten geführt zum Thema Ehe für alle mit Katholikinnen und Katholiken, die dagegen waren, dass das Gesetz wird. Und dann habe ich denen gesagt, ja gut, aber Sie als Frau müssen doch jetzt keine Frau heiraten. Sie dürfen doch weiterhin einen Mann heiraten. Was stört Sie jetzt daran, dass das ermöglicht wird für Menschen, die als Frau eine Frau und als Mann einen Mann heiraten wollen? Ja? Es ist eben keine Tyrannei der Mehrheit. Man muss jetzt nicht anderen aufdrücken, so, aber du musst jetzt gleichgeschlechtlich heiraten, so wie die das immer darstellen. Ja? Sondern es heißt einfach, verschiedene, in dem Fall Lebensformen, auch Wahrheitsvorstellungen, können nebeneinander existieren. In einer Demokratie kommt es entscheidend auf den Umgang mit Differenz an. So. Und was sehen wir jetzt in der Kirche, die diese Einmütigkeit vor sich herträgt? Der Umgang, also auch in der Gesellschaft ist natürlich der Umgang mit Differenz schwieriger geworden, das sehen wir ja. Aber in der Kirche ist es ja besonders schlimm, wie da übereinander hergefallen wird. Wie da wirklich mit sehr, sehr harten Bandagen gekämpft wird, mit Diffamierung. Ich habe gestern das Wort Vernichtungsfantasie gebraucht. Also das erleben Sie schon auch da. Ja? Also was soll da dieses Gerede von der Einmütigkeit und wir sind anders? Ne? Das stimmt ja nicht. Also es müsste doch eine Möglichkeit geben, warum nicht Mehrheitsentscheidung? Was bedeutet das dann für diejenigen, die überstimmt worden sind? Sie müssten einfach damit klarkommen, so wie man in anderen Bereichen des Lebens auch damit klarkommen muss, dass man nicht immer gewinnt. Ja. Ein kurzer Nachsatz. Einmütigkeit auf katholisch bedeutet aber nicht 100%, sondern bedeutet jetzt etwa bei der Synode 3/4. Ja. Und faktisch waren es dann immer so 80. Na gut, ein Papst wird ja auch mit Mehrheit gewählt. Ja, ja. Da ist plötzlich Mehrheit irgendwie nicht so schlimm. Ja. Also wenn Sie sagen, dass diese Konflikte besonders heftig ausgetragen werden in der Kirche, dann ist es für meine Begriffe ein Indiz dafür, dass es da um was geht. Also nur dann, also Friedhofsruhe herrscht nur dann, wenn es um nichts mehr geht. Das heißt, man muss sich fragen, um was geht es denn eigentlich? Und da geht es also um doch scheinbar sehr elementare Dinge. Sie haben vorhin auf diese Abstimmungspunkt sind Sie eingegangen. Und dass also doch über Wahrheitsfragen abgestimmt worden ist und abgestimmt wird, das ist richtig. Also im Zweiten Vatikanischen Konzil wurde abgestimmt. Und für meine Begriffe hat es aber nichts mit Demokratie zu tun, weil das ist eher ein Prinzip der Repräsentation. Ich glaube, man muss Repräsentation und Demokratie trennen. Und es gibt auch Praktiken der Repräsentation, die gar nicht demokratisch sind. Also auch in der Diktatur gibt es Formen der Repräsentation. Und deshalb würde ich sagen, dass abgestimmt wird, ist noch nicht ein Indiz dafür, dass es auch eine demokratische Praxis gibt. Also eine andere Frage ist natürlich die der Gefolgschaft und der Einheit. Und da benennen Sie wahrscheinlich den ganz entscheidenden Punkt, denn die Frage ist immer, was macht dann die überstimmte Minderheit? Kann sie sich damit arrangieren oder kann sie das nicht tun? Und dann ist die Gefahr immer die der Spaltung. Und insofern ist das der wunde Punkt, den Sie benannt haben, dass man alles tut, um die kirchliche Einheit zu bewahren und dafür zu sorgen, dass sie erhalten bleibt. Und man hat immer im Grunde Angst vor solchen, vor dem Schisma, vor einer Spaltung, weil das eben das ist, was man am allerwenigsten möchte. Und also wenn es jetzt darum geht, um solche elementaren Fragen geht, dann
Sie haben gesagt, die Minderheit muss auch damit leben können, mit, die überstimmte Minderheit muss damit leben können und muss damit weiterleben können. Aber wenn das der Punkt, in dem man überstimmt wird, so elementar ist, dass man sagt, da kann ich nicht mehr mitgehen, das kann ich nicht mittragen, dann ist so ein Punkt erreicht, wo auch das einem nicht mehr hilft. Also dann kann ich das Gefühl nicht, kann ich mit dem Gefühl nicht weiterleben, dass ich zwar verloren habe, aber dass in 4 Jahren nochmal abgestimmt wird und ich dann vielleicht gewonnen habe, sondern dann muss ich meine Konsequenzen ziehen. Und da habe ich das Gefühl, dass da doch einiges ins Rutschen geraten ist. Also ich sage das so aus der Beobachterperspektive. Natürlich haben diese massiven Austrittszahlen verschiedene Gründe. Die gab es schon längere Zeit, diese Austrittszahlen. Dazu kommen die Missbrauchsskandale. Aber wenn man jetzt im Einzelnen sich genauer ansehen würde, was die Motive eigentlich sind, dann spielt auch eine Rolle, dass man sich nicht selber repräsentiert fühlt. Also diese Frage des Repräsentiertseins und des sich repräsentiert Fühlens, das ist, glaube ich, das Elementare. Wenn man das Gefühl hat, ich gehöre dazu, auch wenn ich in einer Frage überstimmt worden bin, dann bleibe ich dabei. Aber wenn ich das Gefühl habe, meine Stimme zählt nicht und ich werde hier mediatisiert oder gar nicht angehört, dann steht die Exit-Option sozusagen im Raum. Und das ist ja etwas, was auch nicht so erwünscht ist, weil dann, also wer austritt und wer nicht mehr dazugehört, der ist sozusagen für das Ganze verloren, also für die künftigen Konflikte auch, die ausgetragen werden, verloren, weil der gehört ja gar nicht mehr dazu. Der kann also sich nicht nochmal einbringen. Und ich glaube, das große Problem der Kirche, anders als jetzt in der Politik. In der Politik kann man immer sagen, das kann ich auch von mir persönlich sagen, man geht mal 10 Jahre nicht zur Wahl, weil man das Gefühl hat, das nervt mich alles. Und dann nach 10 Jahren wählt man wieder und man ist wieder im Spiel. Als Bürger oder als Bürgerin beteiligt man sich wieder an dem Prozess. Und das ist bei der Kirche anders. Das ist, glaube ich, nicht so eine Kutsche, wo man einsteigen kann und wieder aussteigen kann, sondern das ist etwas viel Existenzielleres. Und deshalb ist das so, was Sie angesprochen haben, so zentral, diese Einheit zu bewahren. Und ich glaube, also das ist bestimmt nicht einfach. Ne? Also ich möchte nicht in der Haut derjenigen stecken, die das zu entscheiden haben. Ja, Religion ist eben ein heißer Gegenstand. Ja? Die Fragen, um die es geht, das ist was anderes als, sagen wir, Steuerpolitik oder so. Sondern es geht ja im Grunde um das ganze Leben. Es geht um meine Wertvorstellungen, um meine Einstellungen ganz grundlegender Art. Was finde ich richtig, was finde ich falsch, was halte ich für ein gutes Leben? Und da ist zum Beispiel dieser Punkt, ich habe diesen Stand, den der sexuell Unsortierten genannt, so heißt das ja, ne? Sie leben in sexuell Ungeordneten, sind sexuell in sich ungeordnet. So. Und da scheint es ja für einen Teil der Katholikinnen und Katholiken unerträglich zu sein, dass man sagt, nein, die sind nicht ungeordnet, die sind völlig, ich will nicht sagen das blöde Wort normal, aber die sind eben nicht ungeordnet, sondern die sind vollwertige Mitglieder dieser Kirche. Dieser Satz scheint für einen nennenswerten Teil unaussprechlich zu sein. Und die Vorstellung, dass dieser Satz gesprochen wird und dass damit Menschen, die ja, wenn sie noch gläubig sind, um diese Anerkennung genau ringen, ja, die wollen nicht lesen, die fühlen sich diskriminiert, sondern die wollen lesen, wir sind diskriminiert und wir wollen diese Diskriminierung beenden. So. Und dass das so unerträglich zu sein scheint, diese Diskriminierung zu beenden, ja, das macht natürlich, glaube ich, das auch aus, was Sie vorhin Verletzungsmacht genannt haben. Ja, das macht ja was wirklich mit Menschen, weil es um das ganze Menschsein geht. Das steht zur Debatte, das bringt diese Schärfe der Auseinandersetzung da rein und das bringt eben auch die Möglichkeit hinein, zu verletzen. Nur, ich habe mich wirklich viel damit beschäftigt, ich habe es immer noch nicht verstanden, warum das so ist, außer man hat eine abstrakte Vorstellung von Ordnung und sagt, so, meine Ordnungsvorstellung, die muss jetzt um jeden Preis durchgesetzt werden, auch um den Preis, dass Menschen darunter leiden, weil sie eben nicht so angenommen werden, wie sie sind. Ja, weil sie eben als ungeordnet und damit im Grunde ja als minderwertig gelten oder nur als Objekt von Barmherzigkeit. Und das verstehe ich eben nicht, warum die Rechtsautoritären sagen, ich kann eben nicht damit leben. Die sollen sich halt unterordnen, die sollen weiter ausgegrenzt sein oder Spielball oder Objekt der Gnade, aber mehr nicht. Ich will eben, dass das so bleibt, wie es ist. Ich habe da keine andere Antwort darauf,
als dass es um Macht geht und um die Macht, eine bestimmte Ordnung, und das ist eben eine Geschlechterordnung und eine Sexualordnung, aufrechtzuerhalten. Mich hat es auch gar nicht überrascht, dass diese bischöfliche Sperrminorität beim Thema Sexualmoral natürlich zum Einsatz kam. Meine Mann hat ja auch Foucault gelesen, ne? Ich würde gerne noch an einer Stelle einhaken. Also das hat natürlich was mit Machtverhältnissen zu tun. Es hat aber natürlich auch etwas mit unterschiedlichen Ansätzen, und zwar fundamental unterschiedlichen Ansätzen im Hinblick auf die Morallehre zu tun. Halt. Die Rechtskonservativen argumentieren metaphysisch. Und zwar in einer Weise, halt, das ist gegen die Natur. Natürlich kann man nachfragen, woher wisst ihr denn das, dass das gegen die Natur ist und so. Aber das ist einfach gesetzt. Und wir haben inzwischen gelernt, in moralischen Fragen eher in Beziehungskategorien zu denken, sagen, in welcher Situation ist das denn und wie muss ich das deshalb differenzieren und so weiter. Und also das kommt einfach sozusagen von der Denkweise her fundamental nicht zusammen. Ich möchte aber noch auf einen anderen Punkt eingehen. Ich finde das ganz interessant, auch was Sie sagten eben, Herr Ander, wie macht man das, also wie kann man die Einheit wahren in diesen Fragen, wo man sich eben nicht einig ist. Und das hat sich ja jetzt auch wieder gezeigt, das hat sich auch bei der Synode in Rom gezeigt. Es gibt Fragen, in denen ist man sich nicht einig. Und die Methode dieses Mal war, und das war was Neues, und so ist es auch im Abschlussdokument zu sehen, man listet einfach auf, welche Positionen es gibt. Die einen sehen das so, und die anderen sehen das so. Das ist für kirchliche Verhältnisse wirklich, also für katholische Verhältnisse, was fundamental Neues. Und das hat was mit der Methode zu tun, die dort praktiziert wurde. Jetzt kann man das im Hinblick auf die runden Tische auch ein bisschen halt sozusagen humoristisch sehen. Aber ich glaube, es hat was tatsächlich bewirkt, weil diese Differenzen, die es gibt in den Fragen, die wurden benannt. Und sie wurden markiert. Und sie haben den Weg bis ins Abschlussdokument gefunden, weil man davon ausgeht, oder die Organisatoren dieses Prozesses davon ausgehen, dass das der Weg ist, um diejenigen, und es geht dann immer um die 20%, die nicht zustimmen können, halt, um die dabei zu behalten. Ja. Also dass die Position da ist. Ja. Also es ist immer gut, einen Zettel und einen Stift dabei zu haben. Es ist immer gut, Listen zu machen und die Dinge aufzuschreiben, in denen man verschiedener Meinung ist, aber auch die Dinge, in denen man derselben Meinung ist. Also das ist eigentlich eine bewährte Praxis. Ich möchte ein Beispiel aus der politischen Bildung nennen, wo wir hier in Baden-Württemberg sind. Es gab in der politischen Bildung in den 60er Jahren eine Polarisierung zwischen den 68ern und den eher Konservativen. Die politische Bildung hatte einen sehr starken Linksdrall damals, auch Anfang der 70er Jahre. Und man hat sich in einem kleinen Ort getroffen, in Beutelsbach, im Remstal, und dort war die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, und dort hat man sich 3 Tage lang permanent gestritten, und dann hat man aufgeschrieben, also jemand hatte einen Zettel dabei und einen Bleistift, und man hat aufgeschrieben, in welchen Dingen ist man eigentlich unterschiedlicher Meinung, es war eine sehr lange Liste, und in welchen Dingen ist man eigentlich der gleichen Meinung, und dann hat man 3 Punkte aufgeschrieben, in denen man der gleichen Meinung ist. Und das hat man den Beutelsbacher Konsens genannt. Und der Beutelsbacher Konsens hat eine solche durchschlagende Wirkung, dass man bis heute noch jeden aus der politischen Bildung nachts aufwecken kann und der könnte die 3 Elemente sofort runterbeten. Das heißt, es ist immer dann gut, wenn man die Dinge benennt und wenn man sie schriftlich macht und wenn man sie kommuniziert. Das heißt, man kann dann auch im Laufe der Zeit immer die Dinge in den Vordergrund stellen, in denen man einer Meinung ist. Und wenn man das tut, das ist natürlich eine Art Nudging oder eine Art Trick vielleicht, aber wenn man das tut, dann prägt sich die Gemeinsamkeit stärker ein als die Differenzen. Und so könnte man langfristig, so ist in der politischen Bildung gelungen, langfristig die Einheit wahren und den Konsens stärken. Ja, aber das ist eben doch, es ist nicht ganz richtig, dass das erste Dokument ist, das die Differenzen sichtbar macht. Ich war bei der Familiensynode 2015 dabei, damals durften wir als Journalisten ja sogar in die Aula rein, und die Aula war ohne runde Tische, sondern das war wo die Bischöfe dann auf so Sesseln hocken mit so einem Knopf, mit dem sie dann abstimmen, und der Papst saß vorne. So, und da war ja auch im Abschlussdokument der Synode
da wurde ja das Allermeiste mit deutlichen Mehrheiten durchgestimmt. Also in den allermeisten Punkten waren die sich einig, aber es gab einen Punkt, und das war wieder so ein Machtding, nämlich die Sakramente für wiederverheiratete Geschiedene. Da wird vorher gesagt, ach, die Medien machen da immer so. Nee, das waren nicht die Medien, sondern die Bischöfe haben natürlich erkannt, Zugangsfragen, Erlaubnis, Verbot sind Machtfragen. Und das war der Punkt, wo es die knappeste Mehrheit gab. Und was hat Franziskus dann daraus gemacht? Wissen Sie ja wahrscheinlich noch alle, in seinem apostolischen Schreiben danach, hat er diesen strittigen Punkt in eine Fußnote hineingeschrieben, in die berühmte Fußnote 351, wo er gesagt hat, Sakramente sind keine Bestrafung, sondern sollen Menschen auf dem Weg zum Heil helfen und deshalb könne es auch in bestimmten Situationen geboten sein, auch Menschen, die in permanenter Sünde leben, wie wieder verheiratet geschieden, also von dem Sündenkonzept hat er sich nicht verabschiedet, könnten die auch die Kommunion bekommen. So, das stand in dieser Fußnote. Tricky, ne, mit der Fußnote, kommt so auf leisen Sohlen daher. Und dann, ja, dann kommt natürlich die typisch katholische Frage, was heißt das jetzt? Dürfen wir das jetzt oder dürfen wir es nicht? Dann haben Bischöfe, da war noch damals der Meißner dabei, diese Dubia eingereicht, auf die Franziskus meines Wissens bis heute nicht reagiert hat. So, was bedeutet das aber jetzt? Ja, und die Bischöfe damals haben schon gesagt, ach, dieses Zuhören, das ist so toll auf der Synode, wir hören jetzt mal zu. So. Also das war genau derselbe Seier wie jetzt auch, nur ohne runde Tische damals. Und substanziell, Menschen möchten das doch wissen, das ist doch nicht eine sozusagen eine autoritäre Erwartung, sondern das ist doch genau die Frage nach Recht und Willkür. Man möchte doch nicht in einem Ort die Kommunion bekommen und im Nachbarort eben nicht, weil in einem Ort ist der Priester halt, wie es dann immer heißt, jovial und im anderen eben nicht. So. Und damit ist der Papst nicht umgegangen. Und damit ist auch die Weltsynode jetzt nicht umgegangen. Irgendwann muss doch mal klar sein, was gilt, finde ich. Ja? Und wenn man es ändern will und es auch eine Mehrheit ja dafür gab, warum wird es dann nicht geändert? Ich finde das, ich habe es ja gestern versucht, dieses Weltsynodenpapier, ich habe es ja bei dem Thema Macht, ne, da war zweimal Macht mit weltlich und zweimal Macht, dass man anerkennt, die ist auch schon kirchenintern. Aber dieses einfach nur da stehen zu lassen, das finde ich zu wenig. Und das mit der Fußnote hat nicht funktioniert. Das ist aber auch noch nicht das Abschlussdokument, ne? Sondern ja, das was jetzt ist. Ja, ne, ja, ich gebe Ihnen recht, Frau Florin, halt, das ist nicht befriedigend, was jetzt rausgekommen ist. Das sehe ich genauso. Aber ich würde Ihnen schon widersprechen an dem Punkt, halt, dass die Methode oder die Verfahrensweise jetzt eine andere ist. Also man markiert jetzt deutlicher die Differenzen, man markiert auch die Punkte, in denen man sich einig ist. Und die entscheidende Frage ist jetzt in der Tat, was passiert jetzt? Was macht man jetzt damit? Und wie kommt man am Ende halt zu einer Position, die dann klar ist? Also ob es wieder offen bleibt halt oder ob es eine Klärung gibt, das ist ja momentan noch offen. Ja, aber zu den Frauen ist es halt doch erbärmlich, oder? Also ne, ja, das war schon am synodalen Weg peinlich, ja. Und bei der Synode ist es halt auch peinlich, ja. Was da immer so rauskommt. Aber also warum Diakonat, warum nicht Gleichberechtigung? Genau, das ist aber jetzt wieder eine andere Frage als das, worüber wir gerade eben gesprochen haben. Gut, aber ne, da ist noch nicht mal die Position markiert, dass es Gleichberechtigung geben könnte. Ich wage mal den Schritt von den doktrinären Fragen hin zu den vermeintlich praktischen Fragen. Wir haben nämlich im Chat eine Frage, die eben auch ganz kurz angeteasert war, nämlich die Frage nach dem Geld. Rebecca, stellst du die nochmal? Kann man mich hören? Ja. Genau, Frau Florin hat es gesagt, an Geld fehlt es nach wie vor nicht und darauf zielt auch die Frage ab, die sich zwar eigentlich bezieht auf den Vortrag von Herrn Anter. Und zwar steht hier, Macht wird ausgeübt durch Verwaltung, das hatten Sie ja gesagt und dann wurde nochmal hier spezialisiert. Sie zeigt sich in der Verfügungsgewalt über die Finanzen. Haben Sie, das gebe ich jetzt einfach mal in die große Runde, eine Erklärung dafür, warum die katholischen Laien scheinbar kein Interesse daran haben, die Verfügungsgewalt über die eingenommene Kirchensteuer zu gewinnen? Ja, das ist eine tolle Frage. Also hier müsste man einen Blick nehmen in die innerkirchlichen Entscheidungsstrukturen und in die innerkirchlichen Prozesse, die dazu führen, dass diese Frage im Grunde unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der kirchlichen Öffentlichkeit sich vollzieht. Also die
ist schon ein paar Mal angeklungen, diese Frage der Finanzen und des kirchlichen Reichtums. Und dieser Reichtum ist natürlich auch eine Grundlage kirchlicher Macht. Ich habe dafür auch keine Erklärung. Also ich habe keine Erklärung, warum, das wäre vermutlich ein revolutionärer Akt, wenn man das einfordern würde, also die Transparenz. Und wahrscheinlich wird es aus dem Grund auch nicht eingefordert. Dann wäre die spannende Frage, dass die Bischöfe das nicht machen, das ist sofort klar, aber warum es die Laien nicht machen, wäre dann die spannende Frage, weil kein revolutionäres Bewusstsein im Kirchenvolk ist. Vielleicht wäre das eine Hypothese. Ja, also, die alle ganz brav sein wollen. Gestern Abend hat Frau Florin schon sehr engagiert gesprochen und all das, was Sie gesagt haben, Sie haben gesagt, dass die Kirche, die Situation ist noch nicht ernst genug, die Krise ist noch nicht ernst genug. Alles, was Sie gesagt haben, lief eigentlich auf die Notwendigkeit einer Reformation hinaus. Sie haben gesagt, es müsste viel radikalere Reformen geben. Aber da stellt sich dieses Grundproblem, über das wir gerade hier schon kurz gesprochen haben. Vor einer solchen Reformation fürchten sich, glaube ich, die meisten. Und viele würden sagen, ja, dann wechsel doch die Fakultät, ne? Dann geh doch in die andere Kirche. Ja, also, ja, ich glaube eben auch, dass der ernsthafte Wille, ich meine, ich habe das auch schon häufiger, auch einfach, weil das unser Publikum fragt, genau das, ne? Warum ist es in Deutschland nicht zum Beispiel wie in der Schweiz, dass die Laien darüber befinden, wie die Kirchensteuer verteilt wird? Warum ist das in Deutschland so, dass im Grunde die Bischöfe das entscheiden? Es gibt zwar Kirchensteuerräte und da ist auch manches zustimmungspflichtig, aber im Grunde ist es dann doch so, dass sich der Bischof auch darüber hinwegsetzen kann, weil er in der Regel ja von niemandem zur Rechenschaft gezogen wird. Ich weiß nicht, warum das so ist. Man kommt da natürlich ins Psychologisieren und ich glaube, es hat schon mit einer gewissen Scheu vor einer harten Konfrontation zu tun. Das finde ich überhaupt immer sehr auffällig. Wenn es hart wird und konfrontativ, dann kommt eben jemand und sagt, so, jetzt beten wir alle und jetzt singen wir Kleines Senfkorn Hoffnung. Ja? Anstatt das auch mal auszufechten. Und zu sagen, ja gut, Geld ist natürlich Macht. Und das deutsche Kirchensteuersystem ist ja aus historischen Gründen sehr, sehr komfortabel, dadurch, dass es an die Einkommenssteuer geknüpft ist und nicht so ein Mitgliedsbeitrag ist, sondern eben, das ist natürlich eine lange sprudelnde Geldquelle, die erstmal auch unabhängig von den Mitgliederzahlen ist. Also die Austritte werden sich erst später bemerkbar machen, weil die Abhängigkeit von der Konjunktur größer ist als von der Mitgliederzahl durch dieses Modell. Aber ich wundere mich auch, warum die organisierten Laien diese Debatte nicht führen möchten. Und ich kann es mir eigentlich nur so psychologisch erklären. Und man muss sich ja jetzt, finde ich, auch noch so eine andere Dimension klar machen. Kirche oder Kirchen, also auch wirklich die Gebäude, auch die leer stehen, die nicht mehr genutzt werden, das sind ja im Grunde öffentliche Räume. Wo es immer weniger öffentliche Räume gibt, überall, wo sie hingehen, müssen sie irgendwas konsumieren, irgendwas kaufen. Also es stellt sich auch die Frage, wie eine Gesellschaft mit der Tatsache umgeht, dass da eine Institution ist, die sehr viel öffentlichen Raum besitzt und was macht die dann damit? Finde ich, ist eine spannende Frage über die Frage, bin ich Mitglied, trete ich ein oder aus, hinaus. Also diese Überlegung, da kommt dann schon dieses Wort des Überlassens ins Spiel, ne? Durch ein Man überlässt das eigentlich der Kirche selber, dass sie darüber befindet und sagt, naja, das ist halt deren Besitz, auch wenn das mitten in der Innenstadt ist, tolles Grundstück, tolle Immobilie, soll sie damit machen, was sie will. Geht das eigentlich bei einer Körperschaft des öffentlichen Rechts? Ich weiß es nicht. Aber ich finde, es ist eine Frage, die immer bedeutsamer wird, je weniger, also wenn nur noch die Hälfte der Gesellschaft oder weniger Mitglied einer Kirche sind, stellen sich eben solche Fragen auch. Kann man das behandeln letztlich wie Privatvermögen? Auch an der Stelle habe ich ein bisschen andere Wahrnehmung als Frau Florin und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Kölner und die Freiburger Perspektive sich auch etwas unterscheiden. Also ich glaube, die Geldnot ist in Deutschland im Hinblick auf die kirchliche Situation schon sehr unterschiedlich verteilt. Also in Köln ist die noch nicht gegeben, in Freiburg ist die auch nicht gegeben und in München auch nicht, aber schaut man mal in den Osten oder in den Norden, sind natürlich die Lagen völlig andere und die dortigen Einsparprozesse sind halt jetzt auch wirklich vehement und es wird auch nicht mehr lange dauern nach den Prognosen im Hinblick auf die Kirchenmitgliedschaftsstudie, die ja gerade halt jetzt verfasst wurde halt für beide Kirchen, dass das auch in den reicheren Bistümern halt ankommen wird. Also die Not wird auf jeden Fall größer. Die Frage ist,
setzen sich die Bischöfe so einfach über Entscheidungen der zuständigen Gremien. Das heißt immer ein bisschen anders, Kirchensteuerrat, Kirchensteuervertretung. In Rottenburg ist es auch der Diözesanrat, der die Finanzhoheit hat, also die Hoheit über die Aufstellung des Haushalts, die aus Kirchensteuermitteln halt finanziert werden. Ja oder nein? Meine Wahrnehmung ist, das tun sie nicht so ohne weiteres. Sie können es, das ist richtig, weil sie die absolute Macht haben, also auch an der Stelle die Macht über die Verwendung der Mittel. Sie tun es aber in der Regel nicht. Und das hat auch etwas mit Machtsituationen zu tun, denn offensichtlich ist die, das ist ja öffentlich, also Kirchensteuervertretungssitzung, Entscheidung halt und der Haushalt sind öffentliche Dinge, die werden offengelegt halt. Da ist offensichtlich hinreichend Respekt vor der Öffentlichkeit da und auch vor der medialen Debatte halt, sich darüber nicht einfach hinwegzusetzen. Der Haushalt wird so verabschiedet und wird in der Regel auch so durchgeführt, oder ich kenne in Freiburg keinen Fall, wo das nicht der Fall gewesen wäre, wie die Kirchensteuervertretung es verabschiedet. Jetzt waren wir intensiv hier vorne im Gespräch, jetzt schaue ich noch mal so ein bisschen in Ihre Runde. Bisher waren Sie sehr zurückhaltend, entspannt zuhörend. Nochmal meine Einladung, gerne neben Herrn Kreuzer gehen, da das Mikrofon nehmen oder hier drüben an die Seite. Sie dürfen sich mutig selber entscheiden. Das ist wieder so ein Machtding, ich muss Sie aufrufen, Sie dürfen selber, Sie sind groß. Entscheide dich. Ja, jetzt haben wir das Geldthema behandelt. Ich kann nur sagen, viele Vereine suchen Schatzmeister. Ich könnte vollamtlich Schatzmeister in Vereinen werden. Anscheinend ist das nicht so beliebt. Meine Frage geht eigentlich genau in die ganz andere Richtung dieser Machtfrage. Weg von der Kirche, zurück in die Evangelien. Was hat damals eigentlich Jesus gemacht in der Machtstruktur der damaligen, noch nicht Kirche, aber natürlich religiösen Organisation und Vertreter derer, die eben genau diese ganzen existenziellen Lebensfragen für die Bevölkerung, für die Menschen, für den Lebenszweck und so weiter in der Hand hatten und dort auch mächtig unterwegs waren. Wenn ich auf das Evangelium zurückschaue, dann würde ich sagen, es gibt so eine Vorstellung von der Kirche, wie sie sein sollte. Also ein Titel von Charles Eisenstein zu wandeln, dass die Kirche, die mein Herz kennt, ist möglich. Oder die bessere Kirche, die mein Herz kennt, ist möglich. Und ich glaube, diese Anknüpfung an das Herz, an dieses Wissen, da ist etwas möglich. Reich Gottes heißt es bei Jesus als Vision. Das ist etwas Tragendes. Und anscheinend ist das etwas Tragendes, egal wie groß die Katastrophen sind, die die Kirche verursacht. Denn es gibt keine Organisation, die so alt ist wie die Kirche. Und schon gar keine, die solche Katastrophen verursacht hat und dann immer noch weiter existiert. Also was ist hier das Tragende und wo kommt die Macht her, dass das nicht vernichtend ist für die Organisation, die sich hier missverhält? Also, ich möchte nur ganz kurz was dazu sagen, weil ich gar nicht so richtig, ich bin ja kein Theologe und bin nicht mehr berufen eigentlich, aber wenn man an die Struktur denkt, also an die Frage, Sie haben gefragt, was ist das eigentlich Christliche und was ist das Eigentliche, was Jesus gewollt hat, dann würde man unwillkürlich zunächst mal an die Bergpredigt denken und an die Seligpreisung vielleicht. Das ist das eine, man würde auf der anderen Seite an die Versuchung Jesu denken. Also man würde daran denken, dass er diese Macht zurückgewiesen hat, also die ihm angeboten wird und die er zurückweist. Und das bedeutet, dass die Kirche, also von der Lehre Jesu her, endlich etwas Machtfernes ist, was sich davon abgrenzt und was gerade einen Bereich behauptet, in der das nicht der Fall sein soll. Auch in der paulinischen Theologie noch. Dieser eine Satz ist schon mal zitiert worden gestern, glaube ich, der lautet, so sei es nicht bei euch. Ich bin mir nicht sicher, ob es im Brief an die Römer ist. Auf jeden Fall ist es eine Empfehlung, dass das, was in der Welt praktiziert wird, also der normale Machtkampf, der Interessenkonflikt, die Durchsetzung, das soll nicht so sein in der Kirche. Und nun bekommt aber die Kirche ein Problem, weil die Zeit geht weiter, das Christentum wird Staatsreligion. Das heißt, es stellen sich vollkommen andere Herausforderungen, die im Grunde mit der ursprünglichen Lehre nicht unbedingt in Einklang zu bringen
sind, vor allem nicht mit der Gewaltlosigkeit. Also dieser Appell und dieses Prinzip der Gewaltlosigkeit lässt sich nicht aufrechterhalten. Im Gegenteil, die Kirche führt Kriege, im Namen des Christentums werden Kriege geführt. Das heißt, da gibt es ein Grundproblem. Und die Frage, die sich aber fortlaufend immer wieder stellt, ist, was ist christlich eigentlich? Was ist kirchlich? Und natürlich kennt jeder von Ihnen das Korpusschloss der Soldaten im Weltkrieg, auf dem steht Gott mit uns. Das heißt, da manifestiert sich so etwas, was das denkbare Gegenteil ist, von dem man einmal ausgegangen ist, weil die anderen haben es gleich auf dem Korpusschloss stehen, ja, den man bekämpft. Und auf welcher Seite ist nun Gott? Und das heißt, man hat es mit einem Grundproblem zu tun, das ein historisches Problem ist, das ein machtpolitisches Problem ist, aber das natürlich auch mit dieser Entfernung zu tun hat, die sich also mit der Distanz zu tun hat. Und die Kirche hat sich innerhalb von 2000 Jahren doch immer wieder bemüht, diese Distanz wieder zu minimieren. Ich würde sagen, ohne großen Erfolg, aber das Bemühen kann man historisch ohne weiteres sicherlich in der Kirche einräumen. Wenn man an die verschiedenen Bewegungen denkt, an, sagen wir mal, Widerstandsbewegungen in der Kirche, an Oppositionsbewegungen in der Kirche, die nicht immer erfolgreich waren und oft in das Gegenteil gemündet sind. Also wenn man an die Wiedertäufer in Münster zum Beispiel denkt, das waren ja Menschen, die genau das eigentlich gewollt haben und bei dem genauen Gegenteil landeten. Das heißt, es gibt fortwährende Bemühungen, diesen Gegensatz zu minimieren, aber bislang ohne größeren Erfolg. Das heißt, wir stehen vor einem Problem, aber ich würde sagen, es ist ein unausweichliches Problem und vielleicht auch ein produktives, weil wenn wir das Problem nicht hätten, wären wir, glaube ich, deutlich ärmer. Also wenn wir nicht immer uns fragen würden, was ist eigentlich christlich und was ist eigentlich mit dem Prinzip der Gewaltlosigkeit? Wie kommen wir eigentlich miteinander aus, ohne dich den anderen fertig zu machen und in die Ecke zu stellen und an die Wand zu drücken, dann wäre es deutlich ärmer. Deshalb würde ich Ihre Frage eigentlich genau umdrehen. Ich würde sagen, es ist eher etwas Positives, was uns eigentlich eher ermutigt, Fragen zu stellen und andere Wege zu gehen, im Wissen aber darum, um die Bescheidenheit der Erfolge. Sie haben ja gefragt nach dieser, was ich nenne das immer die innere Kirche. Ja? Das ist, glaube ich, das, was Menschen dabei hält. Es gibt eine äußere Gestalt und die ist oft schrecklich, gewaltsam, machtmissbräuchlich. Und viele, die noch dabei sind, haben eine innere Kirche, haben eine Vorstellung und denken, das könnte doch wirklich ganz anders sein, wenn man sich an das halten würde, was dieser Jesus gesagt hat oder urchristliche Gemeinden und so weiter und so fort. Ich glaube, das hält, das ist die produktive Spannung. Ja, dass einen dieser Jesus nicht loslässt, dass man das liest, vielleicht auch mit 16 anders liest als mit 30 und mit 30 anders als mit 50 und mit 50 anders als mit 70. So, das ist immer wie so eine Klaviersonate von Beethoven, die Sie auch Ihr Leben lang spielen können und Sie werden sie jedes Mal anders spielen, aber Sie werden nie sagen, das sagt mir nichts. Ja? So, das, glaube ich, ist die produktive Kraft da drin. Aber ich denke schon, also Jesus hat dieses bei euch, aber soll es nicht so sein, das heißt für mich einfach, und das steht ja auch so da, unterdrücke keinen. Sei kein Herrscher in der Form, dass du jemanden unterdrückst. Ja? Dass du ein Volk anführst, das andere unterdrückt. So. Sei in diesem Sinne kein Herrscher. Das heißt aber noch lange nicht, dass Jesus keine Macht hatte. Ich würde sagen, er hatte Macht in drei Punkten. Der eine Punkt ist, nicht nur quatschen, sondern handeln. Er hat eben Menschen geheilt und Menschen haben gesehen, oh, der macht was Gutes. Ja? Der macht was im wahrsten Sinne des Wortes Heilsames. Der zweite Punkt war, er hatte Gefolgschaft. Die Bergpredigt hat nicht vor drei Leuten stattgefunden, sondern vor Tausenden. Und niemand hat die Leute dazu gezwungen, dahin zu gehen, ganz im Gegenteil, sondern die sind gekommen, weil sie etwas hören wollten, weil da jemand etwas zu sagen hatte und das hatte sich rumgesprochen. Das ist natürlich eine ganz große Macht, zu sprechen und Menschen hören einem zu oder machen sich sogar auf einen Weg, um zuzuhören. Das ist eine gewaltige Macht, die auch heute eher mehr als weniger geworden ist. Ja, und der dritte Punkt, der steckt für mich, die dritte Macht steckt für mich in diesem kleinen Wörtchen aber. Ich aber sage euch. Also die Macht des Widerspruchs. Dieses aber ist ja ein Widerspruch. Die herrschende Meinung ist so und so. Ich aber sage euch. So. Der hat eben nicht gesagt, oh, wir legen das mal hier so auf den Tisch und so auf den Tisch und ich kann das gut hören, ja, alles gut hören, sondern er hat gesagt, ich aber sage euch.
Und da finde ich so an dieser Art, ohne dass man sich jetzt selber mit Jesus verwechselt, muss man natürlich immer aufpassen, aber allein an diesem Gedankengang, ich schaue mir die Situation an und widerspreche qualifiziert. Ich finde, da ist noch viel Luft nach oben. An der Stelle würde ich jetzt Frau Florin recht geben und zustimmen. Und Herrn Anter gleichzeitig ein bisschen widersprechen. Denn, also ich, wenn man sich die Konstruktion der Jesusbewegung anschaut, dann war die natürlich nicht machtfrei. Also die DNA des Christentums ist keine Machtfreiheit. Jesus hatte, also schon die Struktur Meister und Jünger ist eine Machtstruktur. Die beruht, denke ich, also natürlich ist er gegen die Autoritäten, die religiösen Autoritäten seiner Zeit halt aufgestanden und das war ja wahrscheinlich auch der Grund, warum er am Kreuz gestorben ist. Aber er hat natürlich auch charismatisch Macht ausgeübt. Er hat die Richtung vorgegeben und wenn man sich an manchen Stellen anschaut, halt, wie er mit seinen Jüngern umgeht, halt, wenn sie mal vom Weg abweichen, dann ist das schon auch deutlich. Und ja, also von daher ist dieses Ich aber, würde ich sagen, das ist tatsächlich wesentlicher Bestandteil des Ganzen. Also es ist charismatische Autorität, die aber natürlich auch nicht frei von Verfehlungen ist. Denn das ist ja genau der Punkt halt, also ich glaube, der innere Zusammenhalt von Kirche funktioniert nur über die charismatische Autorität. Also Personen, die das widerspiegeln, was Jesus ursprünglich halt initiiert hat. Die sind aber auch fehlbar und können genau dieses Charisma ausnutzen. Das Thema kennen wir im Zusammenhang von sexuellem Missbrauch. Also ich würde Ihnen in einem Punkt recht geben, nämlich was die Binnenstruktur angeht. Also natürlich ist es so, dass schon beim 12-jährigen Jesus im Tempel wir sehen können, dass da etwas ist, das Jesus Macht hat und also man könnte es vielleicht sogar schon charismatische Autorität nennen, also indem er dort spricht. Und natürlich ist es so, dass im Bindverhältnis der, zwischen ihm und den Jüngern, man erkennt, dass es eine Machtposition gibt, er ist der Meister. Also was ich gesagt habe, bezog sich eigentlich mehr auf die Lehre und auf das, was die Gemeindestruktur betrifft und was die sozusagen die Botschaft war an die anderen, also außerhalb dieses Kreises. Ne? Jetzt könnten Sie mit Recht sagen, dass die Binnenstruktur schon etwas vorgibt und dass es ohne diese Macht-Binnenstruktur auch dass die Wirkung nach außen nicht gegeben hätte. Da würde ich Ihnen in diesem Punkt auch Recht geben, denn in dem Moment, wo ich eine solche Binnenstruktur habe, kann ich erst eine Wirkung entfalten. Also die Bergpredigt vor so vielen Menschen, überhaupt die Reaktion auf die Jesusbewegung ist ja eine Reaktion auf eine Binnenstruktur, die genau das schon voraussetzt. Ne? Trotzdem würde ich sagen, wenn man jetzt so die historische Differenz in Betracht ziehen würde zwischen der Jesusbewegung und anderen Bewegungen der damaligen Zeit, also es gibt ja noch andere, die, so kleine Führer oder Bewegungen und überhaupt das ganze religiöse Umfeld in Palästina, dann würde man doch eine große Differenz betrachten. Und ich glaube, das ist die Differenz, die im Grunde die Wirkung ausgemacht hat und weshalb wir hier heute sitzen. Ich glaube, wir würden heute hier nicht sitzen, und das Abendland wäre vermutlich nie Abendland geworden und das Christentum hätte sich niemals so verbreitet, wenn es eine andere Lehre gewesen wäre, wie eine Zarathustra-Bewegung oder sowas, die wäre immer lokal geblieben, aber dass sie diese Wirkung haben konnte, also dieses im Grunde diesen, vielleicht ist es ein utopischer Überschuss, jedenfalls, dass es diese Wirkung haben konnte, beruht, glaube ich, genau darauf, auf dieser Utopie der Machtlosigkeit und der Macht. Freiheit vielleicht sogar. Da finde ich auch Max Weber, ich lese den eigentlich gerne, weil es durch die Nüchternheit, wenn man dann die katholischen Interna kennt, so eine gewisse Komik ja entfaltet, was er da schreibt. Und er schreibt ja über charismatische Herrschaft ganz nüchtern, okay, wenn dann der Chefcharismatiker tot ist, dann muss man sich jetzt überlegen, wie verstetige ich diese charismatische Herrschaft? Denn die Herrschaft, das Charisma ist an die Person gebunden. Ne? Monarchien,
regeln ihre Herrschaft über die Erbfolge, Demokratien über die Wahl und so weiter und so fort, Bürokratien über irgendwie Stellenausschreibungen, ja, so. Aber die charismatische Herrschaft ist ein kompliziertes Gebilde, weil das Charisma von einer konkreten Person erstmal abhängt. Und dann beschreibt er wunderbar die Bedeutung, die die Weihe hat in dieser charismatischen Herrschaft. Die Weihe ist nämlich genau das Zeichen, dass dieses Charisma des Gründers, der ja ursprünglich gar nicht Gründer einer neuen Religion wohl sein wollte, wenn ich das richtig sehe, also dass das Charisma des Gründers, des Bergpredigers, des Wanderpredigers durch die Weihe auf den Geweihten übergeht. Das ist der Sinn dieses Zeichens. Und daran sehen Sie natürlich schon das ganze Problem, ja, weil, ja, ne, Weber sieht natürlich das Problem auch, dass das nicht immer so klappt mit dem Übergang dieses doch so schwer zu definierenden Charismas. Aber wenn man das mal verstanden hat, ne, dann versteht man ja auch erst recht, wie, also wie komisch das ist zu sagen, bei uns wird keine Macht ausgeübt, weil die Weihe genau diese charismatische Macht eben übertragen soll, dass der Vierbeiner zum Zweibeiner wird und alle das sehen. Und er stellt sich aber nicht auf, sondern er legt sich nieder. Also ich finde es wirklich gut, eigentlich gut und unübersehbar inszeniert. Weber spricht auch von den Bischöfen, also er spricht davon, dass es ein Amts, dass es zum Amtscharisma wird, das eben durch die Ordination übertragen wird. Und er spricht auch von dem Problem, dass es eine Diskrepanz geben kann zwischen, diesem persönlichen Charisma, das diese Wirkung hat, und dem Amtscharisma, das eventuell diese Wirkung gar nicht haben kann. Und er nennt das auch Veralltäglichung des Charisma. Also das ist ein Grundproblem von charismatischer Herrschaft, dass sie legalisiert oder traditionalisiert wird und dass sie dann plötzlich kein Charisma ist, sondern irgendwas anderes und dass sie jedenfalls diese Wirkung nicht mehr entfalten kann. Genau, und deshalb müssen Sie in jedes kirchliche Dokument, deshalb müssen Sie in jedes kirchliche Dokument 50 Mal das Wort Charisma schreiben, damit es dann, wenn es keiner spürt, trotzdem da ist. Ja, also ich will vielleicht noch ein Wort zu diesem Charisma sagen, weil es eine Erfindung von, also eine Prägung von Max Weber ist, die sich aber der Lektüre verdankt, nämlich des schon erwähnten Kirchenrechts von Rudolf Sohm. Rudolf Sohm entlehnt dieses Wort aus der urchristlichen Gemeinde. Das Charisma ist ursprünglich die Lehrgabe, die dem Einzelnen verliehen wird, und die Lehrgabe ist im Grunde eine göttliche Angelegenheit und die besitzt nicht jeder. Und Rudolf Sohm sagt deshalb auch, dass die Kirche kein Kirchenrecht kennt, weil er sagt, das Entscheidende ist das Charisma. Also habe ich die Lehrgabe von Gott bekommen, und diese Gnade sprechen zu können und die Gemeinde durch meine Autorität zusammenzuhalten, oder habe ich das nicht? Das Recht wird mir da nicht viel helfen. Und Weber überträgt diesen Begriff des Charismas, also aus so einer Deutung der kirchenrechtlichen Deutung, kirchengeschichtlichen Deutung, auf die Politik und sagt, das ist eigentlich das Prinzip, nach dem Herrschaft funktioniert, revolutionäre Herrschaft funktioniert. Das wollte ich noch kurz ergänzen, weil Sie mit Recht diesen Begriff so betont haben. Jetzt ist die zweite Stufe gezündet. Ich habe ganz viele Menschen, die noch was beitragen möchten. Nach dem Beginn. Ich wollte noch mal die Frage in den Raum werfen, welche Konzepte wir denn zur Verfügung haben, um die Macht einzugrenzen. Ganz viel ist schon angeklungen. Mich beschäftigt es vor allem auch in der Hinsicht, Sie haben dann ausgeführt, Macht ist ein menschliches Phänomen, aber wenn jetzt die Technik zum Beispiel auch mit ins Spiel kommt, ein Computer, dem es vielleicht egal ist, ob ich ihn entmachte oder ob ich ihn absetze oder ihm Privilegien entziehe, also das waren ja so einzelne Dinge, aber auch sozusagen nochmal, was ich mit in die Schule auch nehmen kann. Welche Konzepte haben wir da zur Verfügung, um selber auch Macht einzugrenzen? Manche Dinge klangen schon an, ist bestimmt auch eine Wiederholung, aber würde ich gerne mitnehmen noch. Ja, also heute hat sich natürlich vielfach das, was ich personalisierte Macht genannt habe, davon gelöst. Und wir werden heute natürlich durch Dinge regiert und durch Dinge beeinflusst, die technische Dinge sind, nämlich von Algorithmen. Also die Frage, wem wir eigentlich folgen, also ich meine, wenn wir den Computer anstellen und wenn wir uns ins Internet bewegen, wem wir da eigentlich folgen und warum wir wem folgen, also ich meine den Datenströmen und den Strömen, die uns lenken, dann hat das was mit Algorithmen zu tun, also mit Dingen, die längst entpersonalisiert sind. Auch die Fragen, wodurch sich Menschen beeinflussen lassen, ist längst schon zu einer Frage geworden, wie man Kontrolle über Algorithmen gewinnt, und das ist eigentlich gar nicht möglich.
Das eröffnet natürlich so sehr düstere Perspektiven, also des künftigen Regierens und der Möglichkeiten von Manipulationen, die jenseits unserer, also jedenfalls jenseits meiner Kenntnisse liegen. Das heißt, wir müssen uns vielleicht mit dem Gedanken vertraut machen, dass Probleme auf uns zukommen, die, von denen wir nicht so eine richtige Vorstellung haben. Damit meine ich Probleme, die damit zu tun haben, dass wir gar nicht merken, wie stark wir beeinflusst werden von digitalen Techniken und von Techniken, die uns beeinflussen, ohne dass wir dessen bewusst sind. Ne? Bisher haben wir eigentlich nur über die Strukturen gesprochen, die zwischen Menschen sich ereignen, also Autoritätsansprüchen, Gefolgschaft, mit dem man darauf antwortet oder auch nicht antwortet. Das heißt, wir haben gesprochen über ganz andere Dinge als das, was Sie jetzt ansprechen. Ne? Also man könnte am ehesten noch mit Heinrich Popitz darauf reagieren, diesen Typus der datensetzenden Macht konstruiert und er macht das in den frühen 90er Jahren zu einer Zeit, als es noch gar kein Internet, jedenfalls in der breiten Nutzung gab, wenn ich mich richtig erinnere. Also man kann sich immer selber schon ganz schlecht erinnern, wann man zum ersten Mal E-Mails geschrieben hat und im Internet war, aber ich fürchte, so um diese Zeit 1991 war das noch keine Praxis, die jedenfalls nennenswert gewesen wäre. Und das heißt, er hat eine Idee davon, wie datensetzende Macht funktioniert und dass sie etwas ist, was sich von uns abgelöst hat und was letztlich ein Eigenleben führt. Aber was uns in eine bestimmte Richtung drängt und was bestimmte Voraussetzungen schafft, die dann irreversibel sind. Also von daher würde ich sagen, liegt die Zukunft der künftigen Machttheorie und auch der Beschäftigung mit Macht, die hat sehr viel mit Algorithmen zu tun und mit der Frage, wie wir eigentlich verhindern, dass Dinge über uns Macht gewinnen, wo wir das lieber nicht möchten. Gibt die Frage in die Runde nochmal weiter? Ja, also das ist wirklich schwer, das zu beantworten. Für uns jetzt als Medienhaus ist das ja sehr konkret. Zum Beispiel ganz praktisch die Frage nach den Plattformen. Ja? Also wir sind ein Radiosender früher gewesen, dann kommt das Internet, dann hat man eben eine Homepage, dann entwickeln sich soziale Medien und jetzt stellt sich die Frage, man sieht, oh, da ist ein großes Publikum, aber die Plattformen sind natürlich kommerziell. Ja? Es gibt keine öffentlich-rechtliche große soziale Plattform, die mit Twitter oder heute X oder jetzt versucht man es Blue Sky, dann war eine Zeit lang Mastodon. An den Namen sieht man ja schon, wie schwierig das ist zu entscheiden. Und vielleicht ist es auch damals so gewesen, dass diejenigen, die sich eigentlich damit auskennen müssten, weil sie Medienprofis sind, gar nicht erkannt haben, wie die neuen Machtverhältnisse sind. Ja, dass man vielleicht etwas eigentlich Eigenes, etwas gesellschaftlich Getragenes oder etwas Gemeinwohlorientiertes dagegen setzen müsste. Und heute sind die eben so groß, Facebook oder der Meta-Konzern, dass sie dann, wenn sie das vorschlagen, zu hören kriegen, ja, also die sind jetzt so groß, da können wir jetzt auch mit unseren Mitteln gar nichts Eigenes mehr dagegen entwickeln. Aber das wäre zum Beispiel, also das ist genau das, was Sie mit diesen Algorithmen sagen. Man hat überhaupt keinen, all die alten Nachrichtenkriterien von Luhmann oder so, die wir für unsere Arbeit haben, ne, wann wird etwas eine Nachricht, das zählt ja da alles nicht. Den Algorithmus durchschauen sie ja gar nicht. Und wir stellen ja fest, das macht etwas mit Öffentlichkeiten, gerade in liberalen Demokratien. Das ist richtig demokratiegefährdend, weil da wird ja auch ein Kampf geführt. Russland spielt da eine große Rolle, das haben wir erst spät gemerkt. So, also das ist schon sehr erheblich, wer da welche Plattformen hat, wie groß die sind und was auf diesen Plattformen zu sehen ist. Und ich habe nicht die Expertise genug, aber ich kann nur sagen, wir versuchen da wenigstens mal dieses Problembewusstsein jetzt zu haben, was vor einigen Jahren noch nicht da war. Ne? Da ging man selbstverständlich, hier sind wir jetzt auch auf Twitter und dann auf Instagram und auf Facebook, ich bin auch auf Facebook. Ne? So, aber eigentlich sind das private Unternehmen, die völlig andere, die jedenfalls nicht gemeinwohlorientiert sind. Magst du auch noch was dazu legen? Ja. Ich wende die Frage jetzt mal auf die innerkirchliche Situation, also Machtkontrolle. Mhm. Das ist eben genau das entscheidende Thema oder die große Problematik. Wenn man sich innerhalb der Theologie des Bischofsamtes gibt es keine Gewaltenteilung. Also in einem rechtlichen, formalen Sinne
gibt es auch keine Machtkontrolle. Innerhalb dieser Theologie. Ob sich das weiterentwickelt, da bin ich skeptisch. Durchbuchstabiert bedeutet das, dass auf der Ebene der Diözese alle Räte sind Beratungsgremien, auf der Ebene der Pfarrei ist das so mit dem Pfarreirat oder Pfarrgemeinderat genauso. Bei den Finanzen ist es ein bisschen anders. Da gibt es tatsächlich halt Entscheidungsgremien und Möglichkeiten, und die künftigen Strukturen halt werden sich also auf der Pfarreiebene noch viel stärker in Richtung Aufsichtsgremien entwickeln, weil es einfach um große Finanzvolumina geht und so weiter. Aber das ist ein eigener Bereich, der betrifft nicht den pastoralen und nicht den Bereich des Handelns sozusagen der Kirchen offiziellen oder der Amtsträger jenseits der Finanzfragen. Das einzige Instrument, das ich da sehe, ist tatsächlich wiederum halt die Öffentlichkeit. Also entweder die Gremienöffentlichkeit, also der Amtsträger muss Dinge rechtfertigen innerhalb einer bestimmten Öffentlichkeit, oder auch die mediale Öffentlichkeit, also tatsächlich das Beleuchten des Handelns von außen. Also rechtlich sehe ich da keine Entwicklung, aber im Hinblick halt auf das Spiel, das Machtspiel halt, da sehe ich schon Möglichkeiten. Ja, ich finde, man kann den Machtgenuss auch einfach vermiesen. Ja? Also das ist ja auch ein legitimes Ziel. Es ist natürlich nicht mehr so schön, wenn die Bischöfe zu ihrer Vollversammlung nach Fulda fahren und da stehen Menschen mit Transparenten und demonstrieren. Das war ja ein Bild, das man lange nicht gesehen hat, das hat man beim Kirchenvolksbegehren gesehen, dann aber viele Jahre nicht, und jetzt gibt es das wieder. Wenn einfach, Macht ist ja auch immer das, was ich an Macht über mich zulasse, schon, ne, in der Kirche. Wenn Menschen zu verstehen geben, ich lasse jetzt diese Macht, deine Macht über mich so nicht mehr zu. Ich lasse mir in diesem Punkt von dir nichts sagen. Oder ich widerspreche. Du magst ja eine Weihe haben, aber ich widerspreche trotzdem. So. Das ist ja nicht nichts. Es ist nichts institutionell Fassbares, aber es ist habituell sehr ungewohnt. Ne? Wenn wir über Medien sprechen als vierte Gewalt, als Element der Machtkontrolle, dann haben sie natürlich einen elementaren Unterschied zwischen einer Politik, wo Kandidaten gewählt werden müssen, wo, wenn dann eine sehr negative Berichterstattung ist, dann kommen eben Parteifreunde und sagen, ob wir dich nochmal aufstellen, musst du doch verstehen, ist nicht so gut. So. In der Kirche ist das ja nicht so. Diese Art von Druck erzeugen sie durch Medien gar nicht, sondern sie erzeugen nur, wenn sie überhaupt Druck erzeugen, dann kommt sofort ein Gegendruck, Abwehr, Anwälte, fertig. Ja, weil die Rechenschaft ist ja nur nach oben. Und trotzdem ist es natürlich wahrscheinlich nicht schön, wenn man morgens aufsteht und denkt, oh, wenn ich jetzt in die Presse mal begucke, da sind wieder alles rote Punkte, ja, und kein einziger Bericht ist von meinem Pressesprecher mit grün beklebt, ja, alles rot, so. Ne? Das ändert natürlich schon die Position der Machthaber. Das ist schon so. Also Macht auszuüben ist einfach nicht mehr so schön, als wenn sie in eine Gemeinde kommen, alle sind ja rausgeputzt, Kinder streuen Blumen, das ist ja alles nicht mehr so. Also hier jedenfalls nicht mehr so. Ohne dass ich jetzt wüsste, worauf das hinausläuft. Ja, manchmal läuft es darauf hinaus, dass die Bischöfe sich dann zu Opfern erklären. Ne? Sie sind ja auch bei einer Medienkampagne geworden auf einmal und so, und sind dann auf einmal die ganz Armen mit ihrer Fülle an Macht. Aber wir haben noch... Ja, ich gehe noch mal ganz weit. Sie dürfen es gerne runter, nehmen so ein bisschen her. Jawohl. Ich gehe noch mal ganz weit zurück zu Jesus. Da war die Rede, Jesus hatte viel Macht, und das ist ja auch wahr, die Leute sind ihm gefolgt, und offensichtlich hat diese Situation die Machthaber, die damaligen politischen Machthaber, ja so gereizt, dass sie ihn schließlich hinrichten wollten und auch hingerichtet haben. Und da war es ganz anders, da hat Jesus diese Macht offensichtlich nicht mehr ausgespielt, sondern da hatte Jesus eigentlich eine ganz andere Intention, vermute ich. Ich habe das irgendwann auch mal gelesen, das ist mir sehr eingeleuchtet. Da gab es auf einmal eine Ohnmacht der Liebe, die zum Tod geführt hat. Das ist ja noch einmal eine ganz, ganz andere Dimension.
die wir jetzt hier überhaupt kaum erfassen. Also ich erfasse es jedenfalls nicht. Und das wollte ich einfach nochmal in den Raum stellen, um zu zeigen, dass es da auch noch einen ganz anderen Aspekt gibt zu Jesus. Vielen Dank. Ich habe so ein bisschen die Uhr im Blick, weil Frau Florin sehr pünktlich gehen muss. Ich habe Sie noch auf meiner internen Rednerliste. Sollen wir die gleich erstmal hinten dranhängen und dann hatte ich Sie noch. Und dann stellen wir erstmal die Frage und dann gucken wir, wie wir damit noch zu Streich kommen in der ganzen Zeit, die wir haben. Ich komme aus der Industrie. Mein ganzes Leben habe ich in der Industrie verbracht. Und während der Diskussion und auch bei den Vorträgen habe ich mal versucht, ein Unternehmen mit der Kirche zu vergleichen. Und ich habe 6 Kriterien gefunden. Und nach diesen 6 Kriterien habe ich Fragen an Sie. Beides sind Organisationen. Da sind wir uns wohl einig. Ein Unternehmen ist eine Organisation von Produktivkräften. Die Kirche ist die Organisation der Gläubigen. Die Frage ist, was ist das Ziel eines Unternehmens? Das ist nicht Gewinn, das ist nicht Kundenzufriedenheit. Ziel eines Unternehmens ist das langfristige Überleben. Und was ist das Ziel einer Kirche? Es ist auch das langfristige Überleben. Und dazu sind, drittens, muss Nutzen geboten werden. Ein Unternehmen bietet Nutzen über Dienstleistungen, über die Produkte, also sachlichen und emotionalen Nutzen, emotionaler Nutzen über das Image der Produkte und des Unternehmens. Und eine Kirche muss auch Nutzen bieten, weil sonst würden die Gläubigen nicht bei der Kirche bleiben. Aber es ist hauptsächlich ein emotionaler Nutzen. Und viertens, und das ist ja auch schon diskutiert worden, ein Unternehmen muss immer zahlungsfähig bleiben, liquide. Auch die Kirche muss zahlungsfähig bleiben. Und es gilt ja der Spruch für beide, ohne Moos nichts los. Und fünftens, ein Unternehmen muss sich laufend anpassen. Das sind in der Regel langsame Anpassungen über eine lange Zeit. Und auch die Kirche muss sich anpassen über eine lange Zeit. Und sie hat ja bewiesen über 2000 Jahre, dass sie das kann. Aber wann werden in einem Unternehmen wirklich gravierende Veränderungen vorgenommen? Die werden vorgenommen, wenn das Unternehmen in eine Krise kommt. Und auch gravierende Veränderungen in der Kirche werden wahrscheinlich nur durchgeführt werden, wenn die Kirche in eine Krise kommt. Und nun ist die Frage, ist die Kritik, die an der Kirche geübt wird, noch nicht groß genug? Sind die Gläubigen nicht in der Lage, genügend Druck auszuüben? Sind sie zu feige oder zu ängstlich? Sind die Gläubigen sich eigentlich ihrer Macht nicht bewusst, die sie haben? Denn eine Kirche ohne Gläubigen ist nichts. Und jetzt bin ich gespannt auf Ihre Antwort. Schön, dass wir dass die beiden das Meer austrinken. Ich würde gerne trotzdem das zweite erst noch hören und dann können wir gucken, wie wir darauf reagieren. Wäre das okay? Auch ganz kurz, es soll vielleicht eine zusammenfassende Provokation sein. Oh ja. Ja, also die Kirche als Institution hat heute, würde ich mal sagen, ihre Glaubwürdigkeit verloren in der Gesellschaft. Erstens hat sie ihre eigenen Leute über die Geschichte ausgeschlossen. Sie ist also eine Art Entdemokratisierungs- oder kein Demokratisierungsinstitution, so würde ich mal sagen. Und ich würde am Schluss als Lösung vorschlagen, die Theologie durch die Philosophie zu ersetzen. Sie haben nämlich ihre Begründung der Macht auch über die Philosophie abgeleitet. Dankeschön. Ich nehme das als Startpunkt für eine Art Schlussstatement von Ihnen beiden, wie Sie es mögen. Ich möchte nur eine kurze Bemerkung machen zu dem Thema Krise. Das hatten wir schon mal kurz angetippt, dieses Thema. Sie haben gefragt nach der... Was muss kommen, damit sich was verändert? Und ist die Krise vielleicht noch nicht stark genug? Wenn man in die Geschichte zurückblickt, gab es ja auch schon verschiedene Krisensituationen. Und es gab Krisenentwicklungen und es gab auch Punkte, wo man sagen konnte, dass Krisen etwas bewirkt haben. Und im Grunde ist das, was Sie sagen, sehr interessant. Also die Frage, was muss eigentlich passieren? Meine Antwort wäre ein historisch. Die Krise wird erst dann zugespitzt und dann wird dann zu einer neuen Entwicklung führen, wenn sich die Kritik auf die Spitze richtet. Und es wäre in dem Fall der katholischen Kirche, wäre es der Vatikan.
Und also wenn man an die Geschichte zurückblickt und auf in die Reformationsgeschichte speziell zurückblickt, dann kann man das genau sehen. Erst Luther hatte erst dann diesen Erfolg, als seine Kritik sich massiv gegen den Papst richtete. Das war die Provokation und das war sozusagen das, was er so scharf formuliert hat und auch die entsprechende Resonanz dann hatte. Wenn er das nicht gemacht hätte, hätte er, glaube ich, nicht diesen Erfolg haben können. Die Frage ist nun, kann man Dinge kopieren, kann die Geschichte sich wiederholen? Da wäre ich eher skeptisch, weil Geschichte sich nicht wiederholt. Aber trotzdem, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Punkt immer die Spitze der Organisation, mit der man es zu tun hat. Das heißt, die Kritik, wenn Kritik Erfolg haben sollte und eine Krise zum Besseren führen sollte, dann muss sich die Kritik gegen die Spitze richten. Was ihr dem geringsten meiner Brüder, ich glaube Schwestern sind mitgemeint, tut, das habt ihr mir getan. Das ist, glaube ich, ein elementarer Satz aus dem Evangelium, den jeder kennt. Und jetzt wissen wir, ich habe es gestern dargestellt, diejenigen, die durch die Weihe, Übertragung, charismatische Herrschaft, Rückzug auf Jesus und so weiter und so fort, denen war das völlig egal. Die haben gesagt, ach, ich bin hier der Geringste als Bischof oder Generalvikar mit meinen, das ist alles so schwierig, komm, die Kinder, Jugendlichen, die missbrauchen, die sind egal. So, jetzt wissen wir das alles. Aber die meisten Gläubigen, da würde ich sagen, bei denen ist die Liebe zur Kirche größer, als dass sie das an sich heranlassen würden. Sondern die sagen eben trotzdem in diesem Sinne. Ich würde das Gefühl nicht nur mit Heimat beschreiben, sondern mit Liebe zur Kirche. Und das führt dazu, über alles Mögliche hinwegzusehen. So. Und dann noch das, was ich gestern genannt habe, mit dem Zugehörigkeitsgefühl. Ist für mich keine Frage von brav oder nicht brav, sondern das ist etwas ganz Emotionales. Das ist vielleicht im Katholizismus stärker als im Protestantismus oder was die Kirche anbetrifft. Also sie haben eine massive Liebe zur katholischen Kirche. Und die führt dazu, dass die Lage so ist, wie sie ist. Und erst wenn Menschen wirklich diese Liebe mal entziehen, dann wäre eine Krise. Aber das sehe ich nicht. Und der Punkt mit den Unternehmen, ja, das kann man natürlich, diese Analogien kann man ja genauso bilden wie zwischen Kirche und Unternehmen, wie zwischen Kirche und Staat. Das stimmt auch. Gibt es Gemeinsamkeiten? Es gibt aber halt auch Unterschiede. Denn was ist das Produkt der Kirche? Weiß ich nicht. Wie misst man Erfolg der Kirche? Sind das die Taufzahlen, sind das die Mitgliederzahlen, sind das die Steuereinnahmen oder die Spenden? Ich weiß es gar nicht. Das ist natürlich der Unterschied zu einem Unternehmen. Wenn da das so massiv einbrechen würde, dass man einfach seine Produkte nicht mehr los wird und dass keiner mehr den Fernsehsender einschaltet oder die Seite anklickt, dann reagieren Unternehmen natürlich doch sehr viel schneller. Und ich glaube, dass die Kirche so in dieser Weise nicht reagiert, wie sie jetzt reagiert und immer auf Zeit spielt und immer sagt, ah, der Prozess ist so wichtig, das Ergebnis und unwichtig, der Weg ist das Ziel und wir sitzen und laufen und gemeinsam und so. Das hat eben damit zu tun, dass man gar kein Erfolgskriterium hat und auch gar keins nötig hat. Wie lange das noch geht, kann ich nicht sagen. Nur entgegen der Mehrheitsmeinung würde ich sagen, weltweit betrachtet, ist eben keine Krise der katholischen Kirche. Und auch übrigens das Sozialprestige des Weiheamtes, das darf man ja nicht vergessen, dass nicht alle nur Priester werden wollen, weil sie so tief glauben, sondern das Sozialprestige des Weiheamtes, des Klerikerstandes, das hat sich ja hier in Deutschland nachgelassen, das Ansehen. Aber in anderen Ländern ist das natürlich sehr ausgeprägt. Da ist das ein großer Statusgewinn, wenn der Sohn Priester wird. Und zudem, marketingtechnisch betrachtet oder vielleicht auch machtstrategisch betrachtet, es ist doch ein tolles Marketinginstrument, wenn ich sage, hier können nur Männer was werden. Ja? Überall sonst sind die Weiber aber auch da, ja? Selbst in den Schützenvereinen kommen sie jetzt und im Militär sowieso, aber wir hier bei uns, da haben die Männer das Sagen. Das ist doch ein unique selling point, würde man das im Unternehmenssprech ausdrücken. Diesen Punkt würde ich nicht zu gering veranschlagen. Denn das entspricht ja dem Selbstbild der Kirche sozusagen als Festung da oben auf dem Berg, die sich nicht vom Zeitgeist wegspülen lässt. Ja, wird Frau Pomlin recht geben halt. Also wir haben keine Krise weltweit. Das ist eine Krise, die es in der westlichen Welt, in der kirchlichen westlichen Welt gibt halt.
Und deshalb ist auch nicht dieser Handlungsdruck weltweit da, den wir hier in Deutschland haben. Und deshalb ist es auch höchstwahrscheinlich so, dass das, was sich weltweit nur in Trippelschritten bewegt, für uns viel zu langsam ist. Da habe ich keine Lösung. Warum nicht Philosophie? Nach Rückfrage, welche? Also ich habe, was ist eine demokratische Philosophie? Also ich habe eben philosophisch argumentiert, aber das hat natürlich einen theologischen Untergrund. Also Gemeinwohl, Eigennutz, ist Gerechtigkeit, dafür steht Gott und so weiter. Also das könnte ich alles nochmal ausführen, habe ich aber eben der Kürze halber weggelassen. Deshalb nein, ich bin nicht der Meinung, Theologie ersetzen durch Philosophie, entschieden nicht. Ja, das war. Das hat natürlich auch damit zu tun, wie viele Menschen sich dazu entschließen, Theologie zu studieren. Ich bin in der Lehrerausbildung tätig, ich habe eine Referendarin im Kurs, in dem ich jetzt arbeite. Das waren mal 12 und wir haben viel zu wenig Lehrkräfte und jetzt gehen die Lehrkräfte aus, bevor uns die Schüler ausgehen. Das ist eine ganz interessante Entwicklung, die wir so wahrnehmen. Von daher kann das ganz, ganz schnell gehen. Also ne, an manchen Schulen findet auch gar kein Religionsunterricht mehr statt und so weiter. Um auf einer hoffnungsvollen Note zu bleiben, muss ich so ein bisschen strecken, damit das überhaupt noch was wird. Mir gefiel dieser Gedanke von dem Liebesentzug sehr gut. Wir sind intensiv im Gespräch auch mit unserem Oberhirten hier und er merkt, glaube ich, immer mal wieder, dass wir das gar nicht so cool finden, was er uns gerne verkaufen möchte. Ob das bei ihm was auslöst oder ob das die Struktur ändert, weiß ich nicht. Aber diese Haltung von, Moment, stopp, mach mal langsam, das geht so nicht, die ist zumindest bei uns in der Lehrerschaft. Das ist ja die Strategie, dass man dann nichts mehr sagt, weil dann könnte man ja was Falsches sagen, für die einen oder die anderen. So ist ja seine Politik. Ich danke ganz, ganz herzlich Ihnen beiden, dass Sie hier waren, dass Sie sich diesem Gespräch nochmal gestellt haben. Ich danke Ihnen fürs Mitdenken, Mitdiskutieren, den Menschen an den Empfangsgeräten da draußen auch und freue mich, dass es so geklappt hat, dass es so ein anregendes Gespräch war. Und dann herzlichen Dank Ihnen.